Hallo Freunde von meiner Whisky. Amen aus einem Whisky-Refugium. 5 Minutes. Patient des heutigen Abends. Eine Blumenvase. Signatory Vintage. Und freue ich mich auch wieder herrlich drauf. Ein 2011er, 12 Jahre alter Whisky. Ein Art Leer. Könnt ihr ja so sagen, was ist das denn? Art Leer. Ist auch jetzt für mich mittlerweile bekannt, was dahinter steckt. Aber ich bin ehrlich, ich habe noch keinen im Munde gehabt. Was ist es nun? Art Leer ist ein nicht rauchiger Atmor aus der Atmor-Destillerie. Von daher bin ich interessiert. Signatory Vintage hat hier ein Sherry Butt abgefüllt mit einer Nummer. 9000 und dann kommt eine 29. Flaschen 610 sind abgefüllt worden. Hier ist sogar eine einzelne Flaschennummer drauf. 389 ist das und der hat 62,7 Volumenprozent. Ja, wieder einer so von diesen hochprozentigen. Wenn wir sowas haben, ist immer straight from the cask, also so wie es aus dem Fass gekommen ist. Ich meine, die nehmen nur ein ganz grobes Vlies, wo sie durchfiltern. Da ist nichts kühl gefiltert, nichts. Also so Hauptsache, dass da jetzt diese Sedimente aus dem Fass nicht mitkommen. Und dann geht das auf diese schöne Blumenvase, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Ich glaube, der Whisky Jason hat letztens irgendwann mal gefragt, ist das wichtig für einen? Braucht man das? Weil mal irgendwie die Aussage kam von dem Kollegen, der da bei Edrador von Deutschland arbeitet. Der auch in Whisky Tales. Und der sagte auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, irgendwie was um die 12 bis 15 Euro ist diese Kombination Blechdose mit dieser tollen Brokatenflasche letztendlich hier. Ne? Inklusive, dass wir hier eine Durchnummerierungssache haben. Auch da sind Kostengeschichten, die eben halt eine ganze Sache, wenn sowas so passiert, da in solch eine Flasche gezogen wird, aufwendiger letztendlich für den Abfüller. War mir vorher auch nicht so bewusst, weil man muss letztendlich das Fass sozusagen in eine Art Sammelbehälter ergießen lassen, dann wird ausgemittelt, was haben wir hier für einen Alkoholgehalt. Dann kann eigentlich erst hier diese Etiketten gedruckt werden, weil da darf auch keine Abweichung sein. Und wie viel, ich sag jetzt mal, Pullen rauskommen, wissen die vorher, wenn sie das Fass leeren, auch nicht. Ne? Also von daher ist das so eine Sache, die dann mit Zeitverzug ist manchmal und das macht natürlich so eine Geschichte letztendlich aufwendiger. Aber ich bin ehrlich, ich finde solch eine Pulle in seinem Regalstash zu haben schon was Tolles. Und ja, die ein oder anderen Bekannten finden die Pullen auch toll und nutzen die als Blumenvase oder sonst irgendwie Geschichten, die dann letztendlich drin aufbewahrt werden. Ja, ich bin aber auch ehrlich, ich habe auch schon welche einfach in einen Glascontainer entsorgt. Also von daher, wenn man die aufmacht. Die letzten, die ich hatte bei mir im Shelf, waren immer über 100 Euro. Das ist eine Abfüllung, die ist unter 100 Euro. Also von daher, auch da gibt es mal was, was letztendlich günstiger ist als Blumenvase. So, auch wieder letztendlich Sherry. Hier im Glas gar nicht so extrem. Hier in der Pulle wirkt das noch dunkler. Aber ist letztendlich ein Sherry. Naturgeschichte letztendlich. Ne? Und ich gehe jetzt mal mit der Nase dran und ja, ich weiß nicht, ob er ja pollenmäßig was unterwegs ist. Nicht ganz frei, aber ich hoffe, die Alkoholzahl 62,7 macht mir jetzt die Nase frei. Ne? Pui. Ja, ist. Da kann auch ich mich nicht verwehren. Hier jetzt zu sagen, Alkohol ist gut eingebunden, der Alkohol, der beißt in der Nase. Aber mit meiner bisschen pollenverschnieften Nase geht es sogar. Das sage ich ja mal wieder gerne. Ne? Je nachdem, wo ich die Nase in dem Spiegel aus Snifter reinhaue, geht das oder man kann das gut ertragen. Und wenn man unten ist, hier im unteren Bereich, dann ist das nicht so schlimm. Dann kann man sehr gut riechen. Gehe ich nach oben. Ja, da ist also in dem oberen Bereich, wenn ich das Glas auf den Nasenrücken aufsetze, dann haut es einem rein, bin ich sozusagen hier unter der Nasenspitze mit dem unteren Rand, kann man sehr gut dran riechen.
Schöne, also da sind sogar Kirschnoten sehr gut wahrzunehmen. Ich gebe es zu, ich habe das Glas nicht ganz trocken gehabt gerade, sondern ein bisschen nass, weil ich es einmal ausgespült hatte. Wie ähnlich wie sonst im Tasting auch schon mal habe. Also so ein bisschen hat es eben halt auch dann die Chance, ein bisschen mehr letztendlich hier atmen zu können. Aber ich gehe jetzt mal quasi in unverdünnt für euch dran. Schauen. Der ging wieder erwartend gut. Nach so der Hälfte am Kauen im Mund fing es an, dass der anfing zu schieben. Dass man gemerkt hat, oh, jetzt hat er Alkohol. Am Anfang war eigentlich gar nicht so schlimm. Da habe ich den Kirschlolli, ja, also den aus Kindertagen an dem grünen Stiel, letztendlich in Erinnerung gehabt. Den habe ich hier richtig schön auf der Zunge gehabt oder sozusagen dieser Haribo-Kirschen, ne, die man sich über die Ohren hängen kann. So was ist jetzt hier wirklich da gewesen. Und jetzt mit mehr Luft dran kommen Mandel, Marzipanige Noten so ein bisschen sogar zum Schluss jetzt. Eigentlich schön. Also muss ich ehrlicherweise zugeben, das, was am Anfang in die Nase gebissen hat, ist jetzt wieder erwartend. Konnte man den gut im Munde halten und auch genießen. Und ich kann den ein oder anderen verrückten Castrent-Trinker vielleicht sogar verstehen, der sagt, ui, der geht so, da muss ich nichts verdünnen. Würde ihm sogar recht geben. Aber ich mach mal. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne ja Atmod. Ich kenne Atmod. Eigentlich ist er die Standards habe ich nicht mehr. Den Podcast letztendlich. Und muss man, kann ich erzählen und träufeln. Ne? 5 Tropfen habe ich jetzt reingemacht hier. Und den habe ich mit einer anderen, bissigeren, rauchigeren, auch in gewisser Weise speckigeren Note letztendlich in Erinnerung. Jetzt ist das ja wirklich nicht rauchig hier. Mit der hohen Alkoholzahl kann ich auch nicht irgendwie einen Rauch von anwesenden Destillerieanlagen, den sie nicht rausgekriegt haben, hier rein dissoziieren. Also hier ist für mich echt nichts rauchig. Und ich halte jetzt noch mal ein bisschen die Nase dran mit 5 Tropfen Wasser jetzt hier in dem, was wir hier gerade hatten. Weiß jetzt mehr. Ich mache mal wieder weiter unten dran. Oh, also da kribbelt jetzt mehr in der Nase. Also vorher konnte ich ja wirklich gut. Na, jetzt geht's. Aber doch, ist auch, warte auf. Macht jetzt mehr auf, dass ich auch mehr letztendlich hier Britzeln in der Nase habe. Also da war er mit der höheren Alkoholzahl, obwohl ich denke jetzt 62, die 5 Tropfen, ich bin noch nicht mehr, ich werde knapp unter der 60, also ich gesagt, vielleicht bei 58 oder so. Geh nochmal an. Also der gefällt mir richtig gut. Der macht das, was ich so sehr gerne mag. Das sind so diese Kirschgummibär-Noten, die durchschlagen. Voll satt, saftig im Mund. Dann kommt eine Würzigkeit auch mit rum. Vanillenoten. Und hinten raus eben halt auch jetzt diese Umschwenken eben halt zu dieser Mandel-Marzipan-Note. Aber schöne Mandelnoten, ja, also diese Mandeln, die ja in, ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, gibt es immer zu Ostern schon mal ganz gerne. Sabayone-Mandeln, ne? Mit dieser Sabayone-Geschichte so drum. Das ist so ein Moment momentan, was ich jetzt ja so auch irgendwie so ein bisschen habe. Das ist so ein Sabayone. Irgendwo meint man auch eine gewisse Vanillenote zu haben. Schön.
tolles Ströpfchen. Den wird es oder hat es gegeben in einem Open Bottle Evening. Und tatsächlich anschließend an den wird es dann den Podcast geben, weil ich den eben mal auch habe, damit man sehen kann, oh, sind da Parallelen, kann man da was nachvollziehen. Ich denke mal nein, das ist wirklich ein eigenständiger, sherry-lastiger Whisky. Und ich jetzt, dass ich sagen könnte, ich könnte die Atmore Distillery dahinter sehen. Vielleicht kriegt man im direkten Vergleich dann mal raus. Hier ist der Whisky wirklich des Fasses geprägt. Und das war ein klasse Fass, ein super schönes Sherry-Fass. Kann ich nur sagen, ist ein Whisky für einen Sherry-Liebhaber, der eben halt auch Sachen in Verstärke macht. Astrein. Und weit unter der 100 Euro ist die Blumenvase. Von daher, so. Astrein. Würde mich über einen Daumen hoch von euch freuen. Habt ihr den auch schon mal als Atmo nicht rauchig im Glas gehabt? Wenn nicht, ich weiß nicht, ob das Video vor oder nach dem rauskommt. Immer mal schauen bei uns, ne? Erster Samstag im Monat findet eben halt unsere Testing statt. Karten gibt es im Weinhandel. Mal melden. Hier. Gladbeck ist nicht aus der Welt. Von daher, bis dahin. Slán.